Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute sind wir eingeladen, mit Maria in ihren großen Lobgesang einzustimmen, das Magnificat. Und der Satz, der mich besonders berührt, ist dieser: Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und Maria freut sich darüber, dass Gott ganz persönlich auf sie schaut. Aber nicht nur auf sie, sondern auch auf all diejenigen, die zu ihr gehören, die auch ihre Kinder sind, also auf uns. Und sie weiß, wie klein wir uns manchmal spüren, dass wir manchmal abgelehnt sind oder vielleicht sogar uns selbst nicht ganz angenommen haben. Und Gott schaut auf all dies mit großer Liebe und er will uns die Freude schenken, dieselbe Freude, die er Maria geschenkt hat. Und die größte Freude Maria war, Jesus, ihn zu tragen. Und diese Freude möchte Gott auch in unserem Leben groß werden lassen. Und diese Freude kann niemand von uns nehmen. Möge auf die Fürsprache Mariens diese Freude, ihre Freude, auch in unserem Herzen wachsen und tief verwurzelt sein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.